Lübeck, Geburtsstadt von Thomas Mann, Autor der Buddenbrooks, Literatur-Nobelpreisträger. Lübeck, Wirkungsstätte von Günter Grass, Autor der Blechtrommel und ebenfalls Literatur-Nobelpreisträger. Lübeck, Anlaufstelle für junge Literaturfans und Heimathafen der Bücherpiraten. Bereits zum 9. Mal haben die Piraten in diesem Jahr die Lübecker Jugendbuchtage veranstaltet. Ein Bücherfestival von Jugendlichen für Jugendliche. Mit den 6-tägigen Jugendbuchtagen möchten die belesenen Freibeuter aus der Hansestadt ihren Altersgenossen ihre Begeisterung für Literatur und Bücher nahebringen. Bücher sind uns so wichtig, weil wir der Realität entfliehen können. Wir tauchen ein in eine andere Welt, müssen nicht an Probleme denken, können uns einfach mal fallen lassen. Und das ist das Schöne an unseren Lieblingsbüchern. Doch die Bücherpiraten sind alles andere als weltfern. Sonst könnte man eine so anspruchsvolle Veranstaltung wie die Jugendbuchtage auch gar nicht durchführen. Dafür muss zuerst frischer Lesestoff ausgewählt werden. Erst dann kann geplant und organisiert, können Autoren und Vorleser gefunden und gebucht werden. Dabei liegt die gesamte Durchführung allein in den Händen der 12- bis 17-Jährigen. Und natürlich entert die Bücherpiraten-Crew auch selbst die Bühne. Zum Beispiel, um mit einer aufwendig inszenierten Comic-Lesung zu glänzen. Gibt's Nachlass, wenn's angestoßen ist? Aber die haben noch diesen einen Film rausgemacht mit der Blonden, die auch in dem anderen Film ist. Hey, wir gehen heute in den Pub. Kommst du mit? Weiß nicht. Ich bin noch angeschlagen. Ein weiteres Highlight, das die jungen Lübecker zu bieten haben, ist der Poetry Slam. Ein beliebter Programmpunkt, der dazu beiträgt, dass alljährlich an die 1000 Zuhörer das Festival des gesprochenen und vorgelesenen Wortes besuchen. Wir sind hier. Wir sind groß, aber auch so klein. Sind zusammen dabei, aber allein sind einfach wir. Mit unseren Fakten und unseren Macken, unseren Plänen und all diesen Wegen in unserem Leben, die wir dann doch nicht eingehen. Aber die Jugendbuchtage sind weit mehr als nur eine geist- und wortreiche Showveranstaltung. Die Ziele dahinter sind natürlich, dass es ganz viele Jugendliche gibt, die sich für Kultur engagieren, die auf der Bühne sind, die organisieren, die schreiben ihre Stiftungsanträge selber, die machen eine eigene Pressekonferenz. Also dieses Reinkommen in "Ich stelle Kultur auf die Beine", das ist natürlich ein ganz zentrales Thema. Bis zu den nächsten Lübecker Jugendbuchtagen dauert es übrigens nicht mehr allzu lang. Im Januar 2016 gehen die Bücherpiraten wieder auf Beutefang. Gerade Zeit genug, um in aller Ruhe noch ein gutes Buch zu lesen.